kaputten Rowdy, den ihr seid. Ihr solltet fangen lernen, sonst endet ihr noch mit so einer üblen Visage wie ich. Hallihallo, Hallöchen, willkommen hier auf meinem Kanal mit dem Spiel Knockout City. Das ist in... Knockout Royale. In dieser Gefahrenzone überleben nur die Stärksten. Der letzte Rowdy erringt den Sieg. Gewinne 2 Gefahrenzonen, um das Spiel zu gewinnen. Wir brauchen Ball. Oh, da hat's mich erwischt. Hör sie an, die Hälfte ist erledigt. Oh. Nur noch 2 Rowdies übrig. Ja, wie gesagt, die Tipps hier mit Team. Oder halt hier im Battle Royale. Gewinner, Gewinner! Ist eine ganz lustige Sache. Wie gesagt, ihr könnt Ball fangen, ihr könnt gibt verschiedene Ballarten. Weil da liegt jemand. Das ist ja ein Notfall, damit kann man höher springen. Dann ist er immerhin. Mit dem Ball. Oh, das war's, ne? Da ist er, ne? Und ich bin da. Oh. Ah, schade, ich wollte noch kommen. Ja, das könnt ihr auf euch irgendwie mal runterladen. Gewinner, Gewinner. Im Play Store für die PS5 und PS4 auch, ja. PS5 und PS4. Das Duell beginnt. So ein Mies. Ah,
Start für mich. Ein weiterer Rowdy wurde ausgeschaltet. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange das geht. Das Duell beginnt. Gewinner, Gewinner! Aber schon krass, dann arbeite ich nicht letzter. Um. Aber ich hab wieder 4 Punkte. Hier wieder mal nicht mit meiner Beteiligung. Aber wie gesagt, wenn ihr ja, so nach vorne springt, Platz 6. Ja. Ich kick mal, ob ich jetzt noch hier irgendwie. Eigentlich sollte ich auch ein normales spielen, ein Team machen. So, Menü, jetzt hast du Stück 2. Ich weiß nicht, wo ich das einstellen kann. Geh zu Einstellungen für die Optionen zur Barrierefreiheit. Nutze die Leiste Soziales am oberen Bildschirmrand, um dich mit Freunden zusammenzuschließen. Und denk vor dem Spielen immer daran, Verträge zu öffnen, um die heutigen Herausforderungen anzuzeigen. Für eine Vielzahl großartiger Playlists, die alle paar Wochen wechseln, solltest du dir die Straßenspiele anschauen. Okay. Ligaspiele sind für ernsthafte Wettkämpfer und nur während einer aktiven Saison verfügbar, wenn dein Rang in den Straßenspielen hoch genug ist. Private Spiele sind nur für das Spielen mit Freunden gedacht. Du kannst sie aber auch sogar allein spielen, wenn du einfach nur diese große, schöne Stadt 3 gegen 3. Ja. Machen wir das nochmal. Ich sag, ihr findet mal so für zwischendurch. Ja, kann man mal spielen. Und man muss jeder mal für sich halt gucken, ob er das intensiviert, das Spiel, oder ob er das auch einfach nur, so wie ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen das davon. Tja, ich bin zwar kein großer Spieler, aber wenn ich es wäre, würde ich wahrscheinlich mein Geld auf den Gewinner setzen. Das ist eine sichere Sache, Baby. Na, Scharfschützen. Also kann man schön weit werfen. Team K.O. Runde 1. Da wollte ich mir eigentlich... Team Gold geht in Führung.
War nicht so clever von mir. Okay, wir können doch ein Tor reinsetzen. Ja, Steuerung und alles gewöhnungsbedürftig. Aber ja, Spaß muss man machen. Runde 2. Da habe ich doch. Jetzt hier noch schön Spaß. Um die Ecke werden, das habe ich irgendwo schon mal irgendwie geschafft, aber nicht mehr wie. Habe ich irgendwie mal im Training. Boah, der war bitter. Gewartet, ey. Krass, 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 krass. Die sind schon ganz schön gut, die Jungs da. Pass zu mir! Hier nämlich. Ja, die gehen gleich auch. Die wissen, was zu tun. Also ist ein großer Vorteil, wenn man hier mit Headset spielt, denke ich mal. Und wenn man sich so ein bisschen eingespielt hat. Team Gold braucht noch einen Punkt, um das Spiel zu gewinnen. Oh oh. Ich hab noch nichts. Na ja. Ja, habt ihr doch mal gesehen. Und wie gesagt,
Ladet euch darunter PS4, PS5, Knockout City. Kostenlos im PlayStation Store. Und ja, habt viel Spaß dabei. Schönen Dank. Und bis zum nächsten Video dann. Ciao, ciao.